Wo ist der Rest von ihm? Darüber denkst du besser nicht nach. Mein Mann hat sich das Leben genommen. Jetzt müssen meine Tochter und ich mit seiner Entscheidung leben. Und wenn Sie im Ernst glauben, wir würden Sie wieder aus den Augen lassen. Ein Sexualstraftäter. Was Sie getan haben, ist eine Schande für alle Cops. Zwei Kerle landen innerhalb eines Monats im Magen eines Krokodils. Ist das nicht merkwürdig? Ich habe wen umgebracht mit 16. Was, Totschlag? Mord. Vorsätzlich. Ja, sie ist hier. Brooke hat sich beschwert. Kommen Sie ihr noch einmal zu nah, dann werde ich Sie einlochen. Ihr Opfer, Lauren Freeman, hat ihr Leben ausgehaucht. Auf dem Rücksitz einer alten Schrottkarre. Man kann gar nicht glauben, dass jemand Lauren verletzen würde. Nein, sie wurde nicht verletzt. Sie wurde geschlachtet. Ist da je was vorgefallen zwischen Amanda und Lauren? Die Strafe, die sie gekriegt hat, war auch wegen der Brutalität des Verbrechens so hoch. Manchmal ist es nicht gleich offensichtlich, warum jemand das tut, was er tut. Und manchmal wissen sie es auch und nehmen es mit ins Grab. Ich fliege nach Sydney. Heute Abend noch. Wir stecken in einem Mordfall und sie hauen einfach ab? Sie ist kein normaler Mensch. Lass mich raus! Ist sie nie gewesen. Was zum Geier lief da zwischen Ihnen und Park? Tja, vielleicht haben Sie dafür ja auch eine Erklärung. Wir haben gefickt. Sie sagen, er hat noch Dateien übertragen. Sagt Ihnen das was? Gar nichts. Was für Dateien? Noch eine Adresse, noch ein Shoppen. Das Motorrad ist dasselbe, das uns verfolgt hat. Wahrscheinlich auch derselbe Typ. Wissen Sie, was ich sehe? Eine Frau, die einen Haufen Geld bezahlt hat, kurz nachdem ihr Ehegatte ermordet wurde und kurz bevor irgendjemand meinen Partner ins Koma geprügelt hat. No skin and bones, somebody take me home.